Hallo, liebe Pico-Freunde. Ich wollte Sie mal wieder aus unserem Werk in China, aus Pico China, begrüßen und wollte Ihnen heute was Besonderes vorstellen. Ich habe Ihnen hier einmal eine Schachtel, eine Expert Plus Schachtel und eine Expert Schachtel unserer neuen BR03 mitgebracht. Und zwar ist die BR03 ist das Highlight dieses Jahres in meinen Augen, das Highlight im H0-Bereich, und ich wollte Ihnen das mal kurz zeigen und mal auspacken und anschließend Sie dann mit in die Produktion nehmen, damit Sie auch sehen, wie die Produktion hier in Chashan abgelaufen ist bei dem Modell. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das auspacken können und hier vielleicht auf die Gleise stellen. Nicht so ganz einfach. Und jetzt müsste ich schauen, dass ich das auch so drauf bekomme, dass alle Radsätze ordentlich auf den Gleisen stehen. Das tun sie noch nicht. Der Nachläufer ist noch nicht drauf. Und irgendwo rumpelt es noch. Ah, hier. Also dafür bräuchte man natürlich eigentlich eine Aufgleisvorrichtung. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt, ich glaube, es sind alle drauf. Na, vorne ist er noch nicht drauf. Ja, jetzt haben wir es hingekriegt. Also, für mich das absolute Highlight in diesem Jahr im H0-Bereich. Warum? Weil meines Erachtens das einfach eine fantastische Dampflokomotive geworden ist mit enorm vielen Details. Ich glaube, über 400 Details haben wir, Einzelteile haben wir dort. Was das Besondere ist, ist auch der Durchblick durch den Tender. Gehen Sie mal bitte zu Ihrem Fachhändler und lassen sich die Lok zeigen. Die wird demnächst auch ausgeliefert. Im Moment schwimmt bereits das normale Expertmodell. Und was das ganz Besondere an diesem Modell ist, wir haben erstmal bei Pico Zink-Druckguss-Radsätze im Einsatz. Das heißt, bei diesen 10 Radsätzen, 2 Vorläufer, 3 große Räder, dann ein Nachläufer. Und ist der auch drauf? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der richtig ist. Jetzt ist er, glaube ich, drauf. Und dann noch 4 vom Tender, sind insgesamt 10 Achsen, das heißt 20 Räder. Bei einigen tausend Lok können Sie sich ja vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Und meine Leute haben hier wirklich einen tollen Job gemacht, angefangen von der Entwicklung bis über die Produktionsvorbereitung in die Produktion hinein. Also ich bin wirklich begeistert von dem Modell. Das Expert Plus Modell zeichnet sich dann natürlich dadurch aus, dass wir das mit Sound ausstatten und einen entsprechenden Decoder drin haben. Darüber hinaus gibt es einen gepulsten Verdampfer und auch wir haben bei dem Expert Plus Modell eine elektrische Kupplung dabei. Schauen Sie sich bitte das Video an. Ich hoffe, Sie haben Spaß dabei und ja, ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch nochmal Dank sagen für unsere Unterstützung dieses Jahr für Pico. Ich möchte Ihnen eine frohe Vorweihnachtszeit wünschen, dann anschließend ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wieder viel Spaß mit Pico. Und ich darf Sie jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, nächstes Jahr haben wir bei Pico 75-jähriges Jubiläum. Wir werden wieder den Tag der offenen Tür haben. Unter dem Motto 75 Jahre Pico. Ich würde mich freuen, Sie alle in Sonneberg begrüßen zu können. Am 22. Juni 2024. Bleiben Sie gesund bis dahin. Haben Sie viel Spaß mit der Pico Modellbahn. Und jetzt anschließend viel Freude beim Anschauen des Videos. Ich verabschiede mich mal und tschüss. Jetzt werden wir uns noch mal die Produktion Kessel von der 03 anschauen, auf der Zink-Druckgussmaschine. Der Roboterarm entnimmt das Teil, spritzt die Form dann nochmal neu ein, legt sie dann ab unter die Kamera, ob auch alles dran ist, kommt dann aufs Band,
Und der Mitarbeiter an der Maschine entfernt dann die Anspritzung. Schauen wir mal, ob es nicht zu warm ist. Ah, geht gerade noch. Ja. Also das ist der Kessel im Rohzustand. So eine Lok ist schon wahnsinnig viel Arbeit dran. Hier werden jetzt die Kessel weiter bearbeitet. Und zwar Bohrungen reingemacht oder Gewinde reingeschnitten. Ja, wenn der sich hin und her dreht, der Bohrer, wird Gewinde reingeschnitten. Dann hier was am Chassis, das gleiche. Ni hao. Ja. Ja, wir sehen ja hinterher dann bei der Montage, dass eine ganze Reihe von Schrauben eingedreht werden müssen. Und die brauchen natürlich alle ein Gewinde. Und das wird hier entsprechend reingeschnitten. Heute wollte ich Ihnen auch nochmal die Vorbereitung der Spritzlehren für die Kohleabdeckung zeigen. Der Mitarbeiter ist gerade dabei, die Sachen anzupassen. Und zwar soll hier der Einsatz für die Kohle für den Tender der 03 soll der abgedeckt werden. Can you show this to me, how this works? Ah, okay. And what you do there? Das muss natürlich sehr ordentlich passen, sonst hat man immer Überspritzungen. In einem vorherigen Schritt sahen wir, wie die Spritzmaske für den Tender eingerichtet oder eingestellt wurde. Und hier sehen wir jetzt, wie sie gespritzt wird. Er ist immer noch beim Einrichten. Die Mitarbeiterin wartet darauf, dass der Einrichter das jetzt fertig eingerichtet hat und dann geht die Produktion los. Und wie Sie sehen, gibt es genügend von den Gehäusen. Und im Trimming Department, da sind wir gerade dabei, die Chassis zu entgraten. Wir haben zwar jetzt eine Entgratungsmaschine, aber es gibt immer noch Nacharbeiten dabei. Weil es gibt da irgendwo einen Grat vorne oder auch hier unten und der muss entfernt werden. Auch das ist wiederum viel, viel Arbeit. Ach, und hier liegen gerade die Gewichte für den Tender. Müssen wahrscheinlich auch noch bearbeitet werden. Ah ja, man sieht schon hier an der Seite, wurde noch hier was entgratet. Die Maschine hat das nicht alles gemacht. Hier sind wir bei der Entgratung. Also hier sind die Teile, wie sie aus dem zur Zinkdruckusmaschine kommen oder vielmehr dort schon zum Teil
abgeschnitten sind, dann werden sie hier eingelegt. Und anschließend sind sie dann in sauber fertig. Und an diesem Arbeitsplatz hier werden die größeren Lokräder eingefärbt. Da sieht man mal wieder, wie wahnsinnig viel Handarbeit an einem einzigen Rad ist. Und wie viele Räder hat die Lok? Tausende von diesen Teilen müssen eingefärbt werden. Und dann gehen wir mal gerade rüber an einen weiteren Arbeitsplatz. Hier werden auch wieder die kleinen Räder eingefärbt. Und hier vorne wird das Umlaufblech oder der Umlauf von dem Lokkessel eingefärbt. Und zwar lediglich ganz kleines Teil hier vorne. Sehen wir das? Was da schwarz ist? Ja. Und die Mitarbeiterin hier, eins weiter, macht dann das Umlaufblech komplett schwarz. Muss natürlich gut aufgepasst werden, dass das auch ordentlich abdichtet. Ah, war wohl ein kleiner Fussel dran. Muss weggenommen werden. Ja, und so gibt es viele Teile an der Lok, die eingefärbt werden, geprüft werden und dann hinterher montiert werden. Aber die Montage schauen wir uns dann später an. Und hier werden dann die Radsätze auch nochmal geprüft, einzeln. Wo auch alle ordentlich farbgespritzt sind. Und hier werden dann die Teile aufgeklebt auf einen Träger, um dann anschließend gespritzt zu werden. Und dann schauen wir uns mal gleich das Farbspritzen an. Das sehen wir dann hier drüben. Alle kleinen Plastikteile werden farbgespritzt
damit sie auch keinen plastikhaften Glanz haben. Das macht eben auch die Fico-Modelle aus, dass wir da sehr viel Wert drauf legen. Und hier haben wir jetzt einen Teil der Montage. Die Teile, die wir vorhin gesehen haben, wie gespritzt, wie sie farbgespritzt werden, werden jetzt hier von der Dame angeklebt. Und vorher ist das erstmal nochmal geprüft worden, ob auch alles, bevor es weiter zusammengebaut wird, ob die Elektronik auch stimmt. Jetzt zum nächsten Arbeitsplatz, da wird die andere Seite anmontiert. Weitere Leitungen unten im Chassis eingebaut. Hier werden die Vorläufer montiert. Und dann wird schon verheiratet, nämlich das Chassis mit dem Gehäuse. Also das Führerhaus. Jetzt sehen wir es komplett. Das haben wir jetzt gerade schon gesehen. Ja. Und dann stehen sie da schon und sehen ganz gut aus.
Jede einzelne Lok wird hier also auf dem getestet, ob sie ruhig läuft, ob sie keinen Wackler hat, ob die Lampen alle funktionieren, der Sound geht. So, liebe Pico-Freunde, heute ist es soweit. Die BR03 wird eingepackt und damit ist das die letzte Sequenz der BR03, die ich Ihnen zeigen möchte. An diesen Arbeitsplätzen werden noch die letzten Prüfgänge durchgeführt. Und es wird nochmal alles angeschaut, ob auch wirklich alles in Ordnung ist. Hier sind wir jetzt schon beim Testen der Lokomotive. Das heißt also, alles, was aus der Produktion kommt, wird nochmal hier einem AQL-Test, also einem Qualitätstest, unterzogen. Ob auch alles genau läuft. Freunde, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, das Video, und Sie haben einen gewissen Einblick gehabt über das, was wir alles in der Produktion gemacht haben. Also dann, wie gesagt, gehen Sie zu Ihrem Fachhändler, schauen Sie sich die BR03 an. Ein tolles Produkt, für mich das Highlight des Jahres 2023 im H0-Programm von Pico. Also dann, alles Gute, viel Spaß mit dem Modell und tschüss.